Ja, hallo allerseits. Wir hatten beim letzten Mal begonnen, uns mit dem Thema Prolog auseinanderzusetzen, das die meisten von Ihnen ja auch aus anderen Lehrveranstaltungen kennen. Prolog ist hier kein Selbstzweck, sondern Vorbereitung auf eine Modellierungssprache namens Eclipse, die wir kurz nur streifen werden. Es gibt ja keine Übungsaufgaben dazu, die wir dann natürlich auch in der Prüfung nur kurz streifen werden, die aber auf Prolog basiert. Deshalb mache ich mir hier noch einiges an Arbeit, an Vorarbeiten, um dahin zu kommen, dass Sie diese Variante verstehen. Einfach um mal zu sehen, dass es nicht nur OPL und Ähnliches gibt, sondern dass man auch ganz anders an die Sache rangehen könnte. Diese Folie war eine der vielen Folien zu Prolog, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Die möchte ich einfach nur mal nochmal als Anknüpfungspunkt zum letzten Mal hernehmen. Hier haben wir jeweils Regeln, keine Fakten in dieser kleinen Wissensbasis, was natürlich in der Realität ein bisschen witzlos ist, aber hier ging es ja um genau diese Art von Regeln. Für alle x und y Variablen, weil sie groß geschrieben sind, weil der erste Buchstabe groß geschrieben ist, sollte ein solcher Name, so ein solcher Bezeichner aus mehr als einem Buchstaben bestehen, dann ist es egal, ob die weiteren Buchstaben groß oder klein geschrieben sind. Aber der erste Buchstabe sagt groß geschrieben Variable, klein geschrieben eine Konstante. So, und wenn eine Variable links von der Implikation erscheint, dann ist sie implizit allquantor gebunden. Das heißt, das ist zu lesen für alle xy auf der Welt, was immer x und y sein mag, gilt, wenn x Vater von y, beziehungsweise in der zweiten Klausel, wenn x Mutter von y ist, dann ist x auch Elternteil von y. Hier dasselbe mit Ancestor, nein, nicht Nachkomme, sondern eben Vorfahre. Hier auch für alle xy gilt, wenn das rechts hier erfüllt ist, dann ist x Vorfahre von y. Jetzt haben wir hier noch eine Variable z, die auf der rechten Seite nur auftritt, nicht auf der linken Seite. Und das hatten wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Eine Variable, die nur auf der rechten Seite, nicht auf der linken Seite auftritt, ist implizit Existenzquantor gebunden. Das heißt, zu lesen ist hier, für alle xy gilt, wenn es ein z gibt mit dieser Eigenschaft, dass x Elternteil von z und z Vorfahre von y ist, dann ist x auch Vorfahre von y. Also man kann es eigentlich mehr oder weniger fast vom Blatt ablesen, was die Bedeutung einer solchen Zeile ist. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, in der richtigen Reihenfolge die einzelnen Klauseln hier hinzuschreiben, denn wenn wir diese beiden Klauseln hier umgedreht hätten, wenn wir zuerst die zweite und dann die erste für Ancestor genommen hätten, hier hingeschrieben hätten, dann würde das passieren, was bei einer Programmiersprache eben Rekursion ohne Rekursionsabbruch ist. Also sehr stark analog vergleichbar. So, das hatten wir alles gesehen. Hier ist jetzt etwas Neues, was wir noch nicht beim letzten Mal gesehen haben. Und dann sind wir auch weitgehend schon mit Prolog durch und können zu Eclipse kommen. Was ist eine Liste? Vielleicht gehen wir erst einmal hier unten hin. Eine Liste ist eine geordnete Folge von Elementen, wie immer. Nur die Syntax ist halt speziell, aber auch nicht so viel anders als in vielen anderen Sprachen. Die einzelnen Elemente der Liste sind durch Kommas getrennt. Und die ganze Liste steht in eckigen Klammern. Was in eckigen Klammern steht, umgekehrt gesagt, ist eine Liste. So, also hier unten sehen Sie Listen in ihrer einfachsten Form. Eine Aufzählung von Konstanten,
diese Liste konstituieren. Wir haben also hier eine Liste mit den konstanten Werten a, b, c, d. Und wir wollen hier Anfragen stellen, ob c ein Mitglied dieser Liste ist, ein Element in dieser Liste enthalten ist, also das, was oft auch als Methode in Java beispielsweise, glaube ich, contains heißt, ist jetzt hier Member genannt. Ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich in diesem Bereich, es hat sich hier als Tradition herauskristallisiert, eher von Member zu sprechen, in anderen Bereichen eher irgendwas wie contains. Also C ist Member der Liste ABCD, da soll natürlich ja rauskommen. G, ob bei der Anfrage, ob G Mitglied der Liste ABCD ist, soll natürlich No rauskommen. Sie erinnern sich, dass dieses No allgemein bedeutet, nicht wirklich Nein bedeutet, sondern bedeutet, aus der Wissensbasis konnte der Interpreter nicht erschließen, dass dieses Prädikat erfüllt ist. In diesem Fall ist das Ganze ja eine in sich abgeschlossene Welt. Wir haben eine Liste und wir haben ein potenzielles Element. Da wissen wir natürlich, dieses No bedeutet das, was es eigentlich normalerweise bedeutet, dass G tatsächlich nicht in dieser Liste enthalten ist. So, um solche Prädikate zu basteln, gibt es noch entsprechende Syntax. Insbesondere hier sehen Sie das. Alles andere ist, glaube ich, jetzt nichts Neues. Das Pipe-Symbol, der senkrechte Strich, der symbolisiert, das, was davor ist, ist das erste Listenelement, der Kopf, und alles, was danach kommt, ist der Rest. Alles, was nicht erstes, alle anderen Elemente. Sozusagen die Teilliste, die mit dem zweiten Element beginnt. So, und hier haben wir die erste Klausel. Wir haben auch den Underscore schon gehabt, nämlich als eine Art von Variable, also als Platzhalter, bei der uns egal ist, was da wirklich steht. Wir sagen nur, irgendwas steht da. Kann auch leer sein, was da steht. So, das heißt also, was hier in der ersten Zeile steht, ist, X ist ein Mitglied jeder Liste, in deren Kopf X ist. Egal, was da hinten steht, und weil das egal ist, einfach ein Underscore. So, nun wollen wir natürlich diese Mitgliedschaft nicht einfach nur am Kopf der Liste festmachen, sondern soll natürlich auch Mitglied sein, als Mitglied erkannt werden vom Interpreter, wenn das X irgendein anderes Mitglied der Liste ist, nicht unbedingt das Kopfelement. Und dafür haben wir die zweite Klausel, rekursiv wieder. Für alle XY gilt, das ist, die Logik ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Für alle XY gilt, wenn X ein Mitglied der Liste Y ist, also wir haben jetzt gar nicht gesagt, dass Y eine Liste ist. Y könnte jetzt theoretisch alles mögliche andere auch sein, ein String oder eine Zahl. Aber wir sagen hier, wenn X Member von Y ist, dann ist X auch Member einer Liste, deren Restteilliste, alles außer Kopf, eben Y ist. Das heißt also, wir haben hier gar nicht explizit gesagt, wir haben es gar nicht getyped, wir haben es gar nicht explizit gesagt, dass Y eine Liste ist, aber das Prädikat Member matcht ja nur auf Fälle, bei denen das zweite Argument eine Liste ist. Und das heißt also, es matcht auf keinen Fall irgendetwas, wo Y ein String ist, zum Beispiel, oder eine Zahl. Ja, der Prolog-Interpreter weiß das schon effizient handzuhaben. Der ist ja natürlich nicht so doof, sondern der weiß ganz, ganz genau, oder der wird das ganz genau ausführen, dass er das tut, was Sie in jeder
anderen Sprache, in jeder Programmiersprache rekursiv hingeschrieben hätten, nämlich Rekursionsabbruch ist, dass das Element, was gesucht ist, das Kopfelement der Liste ist und ansonsten rekursiv aufgerufen mit der Restliste, sozusagen mit dem Pointer auf das zweite Element der Liste. So würde man es ja rekursiv in einer normalen Programmiersprache schreiben. Und genau das wird dann auch der Prolog-Interpreter tun. So, Beispiel brauchen wir jetzt das nicht weiter hier zu erklären. Das sind alles wieder Erklärungen, die wir schon hatten. So, zweites Beispiel. Ach so, vielleicht doch nochmal zurück zu diesem Beispiel. Damit ist auch implizit klar, dass x nicht Mitglied der leeren Liste sein kann, denn die leere Liste wird weder durch diese Klausel noch durch diese Klausel gematcht. Ja, wenn ich also anfrage, ob x Mitglied der leeren Liste ist, dann wird automatisch No herausgegeben, weil weder hier noch hier irgendwas passt. So, Append anhängen. Mal ganz kurz. Ja, wie kann man das schreiben, dass zwei. Auch rekursiv wieder, dass zwei Listen zu einer zusammengefügt werden sollen. Wobei, wenn ich ein Wort wie zusammenfügen verwende, dann bin ich eigentlich schon aus der Denklogik von Prolog herausgegangen. Natürlich ist es das, was passieren wird, was der Interpreter machen wird, die zwei gegebenen Listen zu einer zusammenzufügen, also eine neue zu bauen, die Elemente von beiden Listen nacheinander enthält. Aber die Denklogik ist eine andere und das führt zu interessanten Konsequenzen. Aber gucken wir uns erst einmal dieses Append hier an. Das ist wieder der Rekursionsabbruch. Die Logik soll sein, das sehen Sie hier bei dieser Anfrage, das ist die erste Liste, die zweite Liste und hier in dem X im dritten Argument soll die Ergebnisliste stehen. Also erste Liste, zweite Liste konkateniert. A, B, C, D, E. So, wie können wir das rekursiv machen? Indem wir bei einer der beiden Listen, ist egal bei welcher, ich habe mich hier für die erste der beiden Listen entschieden, da gehen wir vom Basisfall aus, wenn wir die leere Liste mit einer beliebigen Liste konkatenieren wollen, kommt diese beliebige Liste dabei heraus. Wobei das nicht mal eine Liste sein muss. Ja, das erste würde sogar mit allem Möglichen matchen, mal die erste Klausel hier, nur mal nebenbei gesagt. So, aber die Denklogik ist eben. Für alle L in der Welt, was immer L sein mag, gilt, dass der Append von leere Liste L und L wahr ist. Also, oder andersrum gesagt, wenn das erste Argument leere Liste ist und zweite und dritte Argument dasselbe sind, dann ist Append ein erfülltes Prädikat. So. Jetzt kommt der rekursive Schritt für alle x und dann haben wir noch L1, L2, L3, alles Allquantor gebunden, gilt, wenn L1 und L2 zusammen L3 ergeben, vielleicht formuliere ich es so, dass ich nicht ganz aus der Prolog-Logik herausfalle, aber trotzdem verständlich bleibe, wenn L1 und L2 zusammen L3 dasselbe wie L3 sind, dann gilt auch, dass xL1 und L2 dasselbe wie xL3 sind. Ja, so. Ich hänge die Rekursion am ersten Argument auf. Rekursionsanker ist leere Liste und Rekursionsschritt ist immer ein Element vorne dran zu hängen, das ich einfach x nenne. Hier rekursiver Schritt, also Rekursionsaufruf. L1, L2, L3 ergeben L1 und L2 ergeben L3, also mit einem X vorneweg bei der dritten Liste ergibt sich dasselbe.
So, wenn ich jetzt hier Append aufrufe, eine Anfrage stelle, kommt eben genau das raus. Aber es ist eben keine Berechnungsvorschrift. Es ist nicht so, drittes Argument wird gesetzt auf erstes Argument plus zweites Argument oder so etwas, wie Sie das beispielsweise in Java mit Strings oder so kennen, mit Pluszeichen, Konkatenation oder so etwas, sondern die Logik ist wirklich die, erstes und zweites ergeben drittes. Und den Unterschied sehen Sie dadurch, dass wir die Anfrage variieren. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht auf der Folie, das mache ich dann an der Tafel. Ich könnte die Anfrage zum Beispiel in der Anfrage zum Beispiel auch das zweite Argument offen halten. Append von, also ich schreibe noch Frage davor und Antwort. Append von AB X und hinten AB C DE. Und wenn ich diese Anfrage stelle, dann kriege ich CDE raus. Oder kleine Variation. Ich stelle die Anfrage das X vorne, CDE und A, B, C, D, E, dann kriege ich als Antwort das, was vorne fehlt. Oder noch eine kleine Variation. Ich stelle die jetzt etwas, wo keine Antwort rauskommt, wo ich sozusagen einen Fehler mache. Append von ABD statt ABC. ABCDE. Und kriege dann raus, no. Geht nicht. Ja, daran sehen Sie jetzt die Logik. Es ist keine Berechnungsvorschrift. Drittes Argument soll berechnet werden, indem die ersten beiden verwurstet werden, sondern es ist ein Prädikat, wo Konstanten und Variablen vorkommen. Gesucht ist eine Belegung der Variablen mit Werten, in diesem Fall Werte vom Listentyp, sodass insgesamt das Prädikat wahr wird. Das werde ich jetzt nochmal schnell fotografieren. Inzwischen müssten wir up to date wieder sein bei den Vorlesungsaufzeichnungen in OpenLearnWare und bei den Fotos. Ich habe jetzt nochmal mit dem HZ, wir haben das nochmal geklärt. Ich packe es auf die gute alte Art, lade ich es hoch und die packen es dann in OpenLearnWare. Momentan funktioniert das Admin-Tool für mich nicht richtig. Ich weiß nicht, was da noch nicht funktioniert. So. Gut. Ja, man kann natürlich viel mehr über Prolog sagen, sagen wir aber nicht. Hier eine Nebenbemerkung. Ich nehme an, dass Ihnen Hornklauseln untergekommen sind, wenn Sie sich mit Prolog beschäftigt haben, irgendwo. Ich habe auch schon mal einen einführenden Vortrag gehört über Prolog, wo im Prinzip nur über Hornklauseln geredet wurde und am Ende kam dann so ein bisschen, ach übrigens, so sieht das dann in Prolog genau aus. Kann man auch so rumsehen. Mehr ein bisschen theoretisch aufgezogen. So. Die Regeln, die wir immer haben, wenn wir mal die ganzen Prädikate vergessen und das ganze
nur den aussagenlogischen Kern betrachten, dann sieht das immer so aus. Also auf der rechten Seite einer solchen Klausel stehen verunderte Statements, verunderte Aussagen, und auf der linken Seite das B ist eine einzige Aussage. Hier ist ein kleiner Fehler drin. Natürlich, das B fehlt, schreibe ich schnell an die Tafel, wobei mir dabei jetzt der Gedanke gekommen ist, als ich das angeschaut habe, wenn man Vorlesungsaufzeichnungen macht, darf man doch eigentlich gar nicht mehr die Fehler korrigieren, die man in den Folien hat, nicht? Weil das zu einer Inkonsistenz führt zwischen der Aufzeichnung und. Bitte? Das nehmen die Leute gerne hin, die Inkonsistenz. Man könnte natürlich noch was machen, dass man die alte und die neue Version jeweils einhängt, damit jemand, der mit Konsistenz arbeiten will, Konsistenz zur Vorlesungsaufzeichnung mit der alten Version an dieser Stelle nochmal nachschauen kann, wie es jetzt eigentlich da aussah. Oder Alternative wäre natürlich, diesen Punkt neu aufzuzeichnen. Das ist natürlich dann immer ein großer Aufwand, weil wenn man nicht die ganze Vorlesungsaufzeichnung wiederholen will, dann müsste man das irgendwie da reinschneiden. Das wird dann schon ein bisschen aufwendiger als jetzt normal eine Vorlesungsaufzeichnung. Gut, schreiben wir das kurz hin. Wie es richtig sein muss, und dann haben Sie es auf jeden Fall erst einmal schwarz auf weiß. So, das muss natürlich heißen, das, was da steht, plus noch das B dazu. Also nicht A1 oder nicht A2 oder Punkt, Punkt, Punkt. Nicht AK oder B. Das hat hier in der Zeile gefehlt. So, noch schnell. Ach, das K fehlt noch, danke. Das wollen wir nicht ohne die Indizes verewigen. Also finden Sie die Technik, immer Tafelfotos aufzunehmen, okay? Oder? Also ein Kommentar bei der Evaluation war, die Fotos in den Film zu integrieren. Jetzt weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist. Also derjenige, der das geschrieben hat, darf sich gerne auf irgendeinem Kanal outen, weil ich überhaupt nicht, ich kann es garantieren, ich bekomme überhaupt nicht zu sehen, die Korrespondenz zwischen Kommentar und Notenankreuzungen. Ja, ich weiß nicht, wenn ich weiß, von wem ein Kommentar ist, kann ich nicht darauf schließen, welche Noten derjenige angekreuzt hat. Kann ich Ihnen garantieren, können Sie aber gerne nochmal bei der Fachschaft nachfragen, dass das tatsächlich so ist. Und das, glaube ich, nur dieser eine Kommentar war, kann natürlich, wenn jemand reinschreibt, die Tafelfotos sollen ins Video integriert werden und der Dozent ist absolut scheiße, dann kann ich natürlich nachvollziehen, wenn derjenige sich nicht outet, dass er den ersten Kommentar geschrieben hat, weil er sich dann natürlich auch damit outet, dass er den zweiten Kommentar geschrieben hat. Aber das ist in diesem Fall nicht gegeben, wenn ich die Handschriften richtig entziffere, dass das ein Kommentar war, wo es keine weiteren Kommentare gab. Gut. Also wie gesagt, ich verstehe nicht, was damit genau gemeint ist, die Tafelfotos zu integrieren ins Video. Gut, kommen wir hier zurück. So, der Fakten sind jetzt der Spezialfall, wo k gleich 0 ist. Bleibt nur noch das b übrig. Und alles andere fehlt. Das heißt also, die Quintessenz dieser Folie und
oder der Ausgangspunkt der Theorie der Hornklauseln hinter Prolog ist, dass Fakten und Regeln im Prinzip zwei Ausprägungen derselben Logik sind. Oder anders gesagt, Fakten sind der Extremfall, dass dieses K eben 0 ist. So, Input-Output ist von Interesse vielleicht, also brauchen wir als Vorbereitung noch, ist auch von Interesse dahingehend, dass das wieder ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge ist. Ich hoffe, dass Prolog-Fans, die diese Vorlesungsaufzeichnung abhören, mich nicht lynchen werden. Aber ich denke, es ist so. Die Idee von Prolog war eigentlich, dass man Seiteneffekte gar nicht haben will, dass man sich auch gar nicht Gedanken machen muss um Ablauf des Programms und so weiter und so fort. Aber man hat dann schon gemerkt, irgendwann, ziemlich bald, dass man damit nicht sehr weit kommt und hat zähneknirschend dann doch einige Konzepte aus anderen Programmiersprachen übernommen oder irgendwie herumgebastelt, in diesem Fall etwas übernommen, Read and Write, aus anderen Programmiersprachen, was Ihnen ja überall geläufig ist, aber in die Prolog-Logik eingefügt, was dann zu einem interessanten Ergebnis führt. So, also Read und Write haben Seiteneffekte, was eigentlich nicht das Ziel von Prolog ist, Seiteneffekte zu haben. Read wartet erst einmal, bis man was eingibt und mit einem Punkt beendet. Das ist der Seiteneffekt. Und Write schreibt auf den Output, auf Standard Out raus. Das ist der Seiteneffekt. So. Das Ganze sieht jetzt sehr ähnlich aus wie in Programmiersprachen, nur dass es halt in die Logik von Klauseln hineingezwängt werden muss. Und deshalb ist das so zu verstehen. Read und Write, hier ist Read und hier ist Write, wie es ursprünglich gegeben ist in Prolog. Read und Write sind Prädikate, liefern also ein True oder False zurück, liefern aber, das gehört zur Semantik der beiden Prädikate, liefern immer true zurück, sodass sie also hier an dieser Stelle nie eine Blockade ergeben. Außer wenn's Lesen bzw. Schreiben nicht klappt. Also wenn das klappt, dann ergibt sich hier nie eine Blockade, weil sie true zurückliefern. Ja, also hier ist ja eine Undung und true ist das neutrale Element der Undung, das ist der neutrale Wert für die Undung. So, also, für all, was hier steht, ist ganz, ganz formal nach der Logik, x und y sind auf der rechten Seite nur, nicht auf der linken Seite. Das ist einfach Go, habe ich es genannt, einfach nur ein Aufhängerprädikat, was man als Query stellen kann. Also man stellt die Frage Go, wenn man das unbedingt als eine Frage interpretieren will. Aber in Prolog ist es eine eben als Frage zu interpretieren. Go ist true, wenn es x und y gibt, eben nur auf der rechten Seite, deshalb Existenzquanta gebunden, wenn es x und y gibt, sodass read x und y wahr ist und diese Klausel mit x wahr ist, die wir nicht selber geschrieben haben. So, und diese Klausel xy ist wahr, wenn x größer gleich 0 ist und write x passiert. Und diese Klausel ist wahr, wenn x kleiner 0 ist und y dasselbe wie minus x ist, Wertgleichheit. Ja, Operator is, der binäre Operator ist Wertgleichheit. So wie equals beispielsweise in der Klasse Object von Java. Und wenn write y
klappt. Write Y wird klappen, beziehungsweise Write X wird klappen. Was hier passiert ist, ist durch die Abfrage, wenn dieses Prädikat, wenn diese Bedingung falsch ist, x größer gleich 0, dann bricht die Evaluation an dieser Stelle ab und die Evaluation kommt niemals in dieses Write X hinein. Genauso wie hier, wenn das nicht stimmt, wenn x nicht kleiner 0 ist, was hier gelesen worden ist, hier ist ein kleiner Fehler drin, das y gehört natürlich hier an dieser Stelle nicht hin. Es ist ja ein unäres Prädikat, sorry. Wenn x kleiner 0 ist, wenn x nicht kleiner 0 ist, geht es hier nicht mehr weiter. Wenn x kleiner 0 ist, geht es hier weiter. Y ist minus x, das ist immer wahr. Ja, so ein y lässt sich immer finden, logisch, wenn es eine Zahl ist. Und write y ist per Definition auch immer wahr. Ja, also man kann auch in dieser Logik von Prolog durchaus ganz normal, prozedural, imperativ zu einem gewissen Grad programmieren. Bitte? Ja? Read kann, wenn ich read ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, und das, daher ist auch das Ergebnis, daher habe ich das auch so hingeschrieben, gibt es mit verschiedenen Aritäten. Sozusagen überladen. Das ist dasselbe wie Read X und Read Y. Nur, dass man eben nur einmal Punkt separieren muss. Als ich das geschrieben habe, das ist schon eine ganze Weile her, wusste ich genau, wie das war. Also ich will jetzt für diese Vorlesungsaufzeichnung mit Ewigkeitswert jetzt hier nichts Falsches sagen, aber das ist meine Erinnerung, dass Read tatsächlich mit verschiedenen Aritäten überladen ist, wenn ich jetzt ein Wort aus anderen Bereichen hernehmen darf. War da noch eine Wortmeldung? Ja? Ja, ich habe, glaube ich, Read XY einfach nur spaßenshalber gemacht. Aber das Y wird nicht weiter verwendet, das ist korrekt. Hier haben wir natürlich auch ein anderes Y wieder, hier unten. So, dann sind wir soweit mit Prolog durch. Wie gesagt, man könnte noch eine ganze Menge mehr zu Prolog sagen, insbesondere zur Theorie dahinter mit den Hornklauseln, aber das ist natürlich nicht Thema unserer Veranstaltung hier. So, was ist dieses X-Clips? Es ist eben, wie gesagt, nicht die Java-Entwicklungsumgebung gleichen Namens, aber aus irgendwelchen Gründen scheint der Begriff X-Clips sehr cool zu sein. Und wird deshalb für Verschiedenes genutzt. Es ist eine Erweiterung von Prolog für algorithmische Probleme, sowie OPL auch. Und jetzt gucken wir uns ein paar Features von Eclipse an, die es in Prolog nicht gibt. Manche von diesen Features, wir werden uns zuerst Features angucken, wo man sagen würde, es ist eigentlich schade, dass es die in Prolog nicht gibt. Es ist eigentlich allgemein verwendbar. Andere Features sind, die wir dann am Ende betrachten, sind sehr spezifisch für algorithmische Modellierung. So, erstmal was sehr Allgemeines, was man vielleicht auch gerne ganz allgemein im Prolog haben möchte. Also das Member, was wir eben hatten, das ist schon von vornherein drin in Eclipse. Die Länge einer Liste, also zu verstehen, erstes Argument ist eine Liste, zweites Argument ist eine natürliche Zahl, beides als Variablen. Die Prolog-Logik sagt, dieses Prädikat ist wahr, wenn n die Länge der Liste l ist. So, und wenn ich jetzt die Anfrage nach n stelle, also l ist eine konkrete Liste mit einer konkreten Länge, und ich stelle die Query, hier ist ein Platzhalter, eine Variable, dann kriege ich eben die Länge der Liste als einzige Antwort. Es gibt genau einen Match für die Länge der Liste, nämlich die natürliche Zahl, die die Länge dieser Liste angibt. Sortieren, also nochmal ganz kurz Append, das haben wir eben gesehen. Ach, hier sehen Sie nochmal das, was ich eben an der Tafel gemacht habe, nochmal als Beispiele. Na gut, hätte ich mir an der Tafel sparen können, aber war vielleicht jetzt nicht schlecht, das nochmals ein bisschen mehr an der Tafel auseinanderzunehmen. Für Sort haben wir natürlich dieselbe Situation. Und das ist nochmal besonders interessant, wenn wir jetzt Sort hernehmen.
Wenn die Semantik von dieser Prädikat ist, oder der Grundgedanke dahinter ist, dass man als erstes Argument eine unsortierte Liste hat und dann die sortierte Liste als zweites Argument bekommt. Wird das weiter diskutiert? Nee, also mache ich es an der Tafel. Also, sowas wie Sort oder als Anfrage formuliert. Es geht jetzt nicht darum, das Sort zu implementieren, sondern es geht darum, das anzuwenden, das Prädikat. So, also die Anfrage wäre beispielsweise Sort EFACB und X. So, und dann kommt die als Antwort x gleich, was ist das? Habe ich ja gerade so gemacht. A, B, C, D, E. Und mehr nicht. Also das No noch dahinter. So, ich kann aber auch umgekehrt die Anfrage stellen. Sort von x und hier hinten A, B, C, D, E hinschreiben. Ja, was kriege ich dann? Was müsste dann das Ergebnis sein? Bitte? Alle Permutationen von A, B, C, D, E matchen das X und werden daher alle auch ausgegeben. Und wenn ich jetzt stattdessen die Frage stelle mit einer unsortierten Liste, unter der Annahme, dass das Sort wirklich korrekt funktioniert, versteht sich? So, hier das X vorne bleibt und hier mache ich B, A, C, D, E. Was kommt dann raus? Bitte? No, da kommt kein Ergebnis raus. Es gibt keine, für x gibt es keinen Match, es gibt nichts auf der Welt, sodass x und diese unsortierte Liste zusammen das Prädikat Sort erfüllen. So, das vielleicht auch nochmal fotografieren. Ach so, ich war vorhin stehen geblieben bei der Frage, ob das mit den Tafelfotos so eine gute Idee ist oder ob es bessere Ideen gibt. Wie gesagt, ich hatte das vorher immer gemacht bei vorhergehenden Aufzeichnungen, dass ich die Kamera auf die Tafel gerichtet habe, aber erstens ist da ja meistens nichts passiert und zweitens mal war die Auflösung der Kamera vom Aufzeichnungsset des HRZ zu schlecht. Also man müsste dann schon eine deutlich bessere Kamera dafür verwenden und das wäre ein bisschen sehr viel Aufwand. Ist das so okay? Können Sie damit gut arbeiten? Oder also ich bin offen für bessere Ideen, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt. Gut. So, Prolog und Eclipse sind deklarativ wie OPL. Das heißt, wir spezifizieren das Problem, wir lösen es nicht. Stimmt natürlich nicht ganz. Solche Sachen wie Read und Write beispielsweise und ein paar Sachen in Prolog, die wir ausgelassen haben, sind nicht wirklich deklarativ, sondern es gibt auch noch ein paar Möglichkeiten, die wir hier nicht besprochen haben, wie man den Ablauf der Evaluation kontrollieren kann. Solche Dinge
haben wir hier nicht besprochen, wie gesagt, aber die sind auch nicht deklarativ, aber so im Großen und Ganzen stimmt's. In einer Logikprogrammiersprache spezifizieren wir eben das, was auf Basis dieser Wissensbasis beweisbar wahr ist. Ja? Wenn wir eine Anfrage stellen und wir bekommen ein Ergebnis raus, dann heißt es, dieses Ergebnis, oder wir bekommen ein Yes raus, dann heißt es, aufgrund der Wissensbasis konnte die Anfrage verifiziert werden. No, wenn wir No rausbekommen, dann heißt es, aufgrund dieser Wissensbasis konnte die Anfrage nicht verifiziert werden. So. Eigentlich ist es sicherlich natürlicher, zumindest bei bestimmten Prädikaten wie Sort, das Ganze zu sehen als eine Prozedur, die eine unsortierte Liste in eine sortierte Liste umwandelt. Und letztendlich ist es auch das wieder, was behind the scenes passiert. Wenn wir es auf ganz normale Weise machen, Sort natürlich könnte man Sort in Prolog so implementieren, dass einfach nur deklarativ gecheckt wird, ob das Ergebnis eine Liste ist, das dieselben Elemente hat und aufsteigend sortiert ist. Wirklich, man könnte Sort natürlich deklarativ so implementieren, aber Sie können sich vorstellen, also Sie können das gerne mal als kleine Übungsaufgabe für sich machen. Implementieren Sie Sort deklarativ, also keinen Sortieralgorithmus, sondern Sie schreiben nur hin, diese Liste ist die sortierte Liste von der Liste, wenn beide Listen gleich lang sind, dieselbe Elemente enthalten, nur in anderer Reihenfolge, aber aufsteigend sortiert. Viel Spaß. Aber natürlich kann man auch sowas wie Quicksort oder Merge-Sort auch in Prolog implementieren. Das sind ja rekursive Algorithmen auf Listen letztendlich. Und die können Sie da natürlich, das ist natürlich das, was man da implementieren würde, um eine ordentliche Laufzeit hinzukriegen. Denn alles auszuprobieren, bis man endlich zu einem Ergebnis kommt, was passt. Ja, wenn Sie wirklich nur hinschreiben, deklarativ, was eine sortierte Liste ist, ja, dann rechnet er natürlich ewig, bis er mal endlich blindlings zufällig auf die sortierte Entsprechung des ersten Arguments kommt. Ja. So. So, das Ergebnis ist ja oder nein eigentlich. Und das, was man rausbekommt, was man hier beim Sortieren beispielsweise rausbekommt, ist eigentlich nach Prolog-Logik nur ein Nebenprodukt, etwas überspitzt gesagt, ein Abfallprodukt, wobei wir natürlich eher in diesem Abfallprodukt interessiert sind und nicht an der Antwort Yes oder No. Ja, beim Sortierprädikat ist die Antwort Yes ein bisschen witzlos. Append haben wir eben nochmal gesehen. Wie der Unterschied zur Logik einer prozeduralen Sprache ist, nämlich wir können beliebige Argumente offen halten, wir müssen nicht das, was wir eigentlich haben wollen, die Konkatenation, offen halten und kriegen dann je nachdem etwas heraus. So, jetzt noch ein bisschen weiter mit Eclipse. Sie können einen Struct definieren, kennen Sie ja prinzipiell aus C oder C++, dort heißt es Struct. In Java würde man sagen, eine Klasse, die keine Methoden hat und nur Public Members hat, nur Public Attribute hat, geben an, dieses Struct heißt Buch, Titel hat diese drei Attribute, Titel, Autor, ja. Also man fängt schon an, sich von der Prolog-Logik, wo eigentlich nach der Logik nur eine Datenstruktur möglich ist, nämlich Listen, und die einzelnen Elemente sind eigentlich von der Logik her Strings und sonst nichts, dass man da eben bequemere
Datenstrukturen baut. Ja, und dann kann man zum Beispiel als Faktum sagen, das Buch 1984 von George Orwell, geschrieben 1948 oder veröffentlicht 1948, das ist ein Buch. Faktum. Genauso Brave New World von Aldous Huxley aus dem Jahr 1932 ist ein Buch. The Time Machine von H.G. Wells 1895 ist ein Buch. So, einfach ein paar Fakten. Und dann können Sie zum Beispiel habe ich hier zwei Prädikate implementiert. Das eine geht noch in Prolog, für das andere brauchen Sie Eclipse. Buch aus dem 19. Jahrhundert, also es ist nicht ganz Prolog. Hier das Buch, ist doch im Prinzip Prolog. X ist ein Buch aus dem 19. Jahrhundert. Wenn X ein solches Buch ist, ja gut, das geht nicht in Prolog. X gleich Prädikat. Also es ist ja kein Prädikat, es ist ein Struct. Structs gibt es nicht in Prolog. Aber hier prinzipiell, X ist ein Buch mit irgendwas, irgendeinem Titel, irgendeinem Autor und Jahr Y. Und Jahr Y ist größer 1799 und kleiner 1900. Dann ist es ja nach normaler Logik aus dem 19. Jahrhundert. Buch aus dem 20. Jahrhundert ist, wenn X ein Buch ist mit Jahr Y, also hier eine neue Syntax, die es im Prolog so nicht gibt, und Y größer 899, größer gleich 1900 also, und Y kleiner 2000. Und dann können Sie Anfragen stellen, ich will alle Bücher haben mit Jahr 1948 und Titel 1984. Gut, das ist jetzt eine sehr spezifische Anfrage, die genau ein Ergebnis liefern wird. Aber Sie können natürlich auch genauso gut Book from 19th Century die Anfrage stellen, dann kriegen Sie alle Bücher raus in der Datenbasis, in der Wissensbasis, die eben nach dieser Logik ins 19. Jahrhundert gehören und so weiter. Gut. Hier noch eine kleine Variation des Ganzen, die das Ganze praktischer macht. Es gibt Bücher, von denen wissen Sie Titel, Autor und Jahr. Es gibt auch Bücher, die nicht im engeren Sinne einen Autor haben, sondern beispielsweise einen Editor. Keinen einzelnen Autor, also Sammlungen, Kataloge, irgendwas dieser Art. Da haben Sie dann nur einen Titel und ein Jahr und entsprechend andere Variationen, was Sie an Wissen haben, an Informationen haben und was Sie nicht haben. Und Sie, ups, sorry, Sie können da beliebig sagen, ich will Bücher mit zwei Argumenten, Titel und Jahr haben, oder ich will Bücher mit Titel, Autor und Jahr haben und können dann sagen, zum Beispiel, es gibt ein Buch mit Titel 1984 und Jahr 1948. Wenn Ihnen partout der Autor nicht mehr einfallen will, oder eben entsprechend hier, wie bisher auch, mit Autor und hier nochmal ohne Autor. Und dann können Sie so eine Anfrage stellen wie 20. Century. Das war toll. 20. Century. Bücher aus dem 20. Jahrhundert. Ein Buch mit Jahr Y. Und dann kriegen Sie von beiden, ja, dann kriegen Sie von beiden Varianten sämtliche Bücher. Egal, ob Sie jetzt den Autor wissen und drin haben oder nicht. So. Ja, jetzt wird's böse, dahingehend, dass man eben doch die Prolog-Logik ein bisschen strapaziert. Schleifen sind natürlich in der deklarativen Welt ein Teufelszeugs. Ja, ich habe ja immer wieder auch betont, das for each in OPL ist keine Schleife, sondern besagt, dass es nicht nur eine Bedingung gibt, eine Nebenbedingung gibt, sondern für den Index im for each für jede Ausprägung dieses Index jeweils eine Bedingung. Ja? For each in OPL mit einem Index i ist nur eine Kurzform für einen ganzen Satz von Bedingungen, bei denen das i jeweils im Indexbereich einen anderen Wert hat. Ja, Schleifen sind in der
deklarativen Welt eigentlich nicht erlaubt, aber man hat sich dann bei der Entwicklung von Eclipse dafür entschieden, das doch einzufügen, weil im algorithmischen Bereich wird es dann doch ein bisschen schwierig, wenn man gar keine Schleifen hat. So, die erste Schleife. Es sind immer noch Statements, keine Befehle, keine Anweisungen. Auch wenn hier ein Du steht, was natürlich dann ein bisschen daneben ist, dass man das Schlüsselwort Du eingeführt hat an dieser Stelle. So, für jedes Y, das ein Buch mit Jahr 2005 ist, dieses Prädikat, es ist ein Prädikat, alles zusammen ist ein Prädikat, dieses Prädikat soll wahr sein, hier oben, wenn für jedes Buch aus dem Jahr 2005 der Preis kleiner 20 Einheiten ist. Euro, Dollar, was auch immer. Ja, es ist weiterhin ein Prädikat, das wahr oder falsch ist. Das zweite ist, irgendwie ist es unangenehm warm heute hier drin. Kommt Ihnen das auch so vor? Oder nicht? So komisch schwülwarm. Hat das Unwetter noch nicht so viel gebracht? Gut, versuchen wir es also trotz dieses komischen Mikroklimas hier durchzuziehen. Das zweite, gut, da sehen wir sie erstmal zwei for each. Hier macht das for each etwas anderes. Hier geht es alle Bücher durch, die diese Eigenschaften haben. Hier geht es die Elemente, das X durchläuft alle Elemente der Liste L1 und parallel durchläuft Y alle Elemente der Liste L2. Ja, bitte? Wenn die unterschiedlich lang sind, stellen wir die Frage ganz kurz zurück. Entweder sie beantwortet sich von selbst oder einer von uns beiden denkt daran, die Frage nochmal zu stellen. So, was passiert hier? Wenn ich zwei Listen habe, wir haben glaube ich keine Beispiele dafür, also muss ich das selber basteln. Wenn wir eine Anfrage stellen beim ersten, zum Beispiel, wie rum ist das? So, Increment List von einer konkreten 3, 4, 5 ich habe das Fragezeichen vorneweg vergessen. So, und 4, 5, 6. Dann wird das Ergebnis Yes sein. Wenn ich jetzt die Anfrage stelle, mit demselben Prädikat 3, 4, 5 und X, also ich stelle letztendlich die Frage, welches X gibt es, das diese Logik da oben matcht, dann bekomme ich als Antwort 4, 5, 6.
So, wie machen wir das am besten? So, dass das alles vielleicht, wenn es geht, auf ein Foto drauf passt. So, wenn ich jetzt die entsprechend umgekehrt die Anfrage stelle, Increase List, und das erste Argument offen lasse, 4, 5, 6, dann bekomme ich natürlich das passende erste Argument. Halt, das war jetzt verkehrt von mir gedacht. So. So, dann bekomme ich natürlich 3, 4, 5. Und wenn, jetzt komme ich zu Ihrer Frage, wenn ich jetzt die Frage beispielsweise stelle, Ink List von 3, 4, 5 und 4, 5, 6, 7. Dann kann man sicherlich schon raten, dass die Antwort Nein lauten muss, weil wenn beide gleichzeitig durchgehen, ist eine von den beiden Listen zuerst durch und danach gibt es eben keinen Match mehr. Ja, das gesamte Prädikat matcht nur dann, wenn für jedes Listenelement dieser Match funktioniert und wenn es das andere Listenelement gar nicht gibt, dann kann das Prädikat auch nicht wahr werden. So, dann kann ich das nochmal fotografieren. So, also so ist das zu verstehen, das geht parallel durch. Man könnte das natürlich auch mischen, hier über alle Bücher und hier über alle Listen. Dann matcht das aber über die alle Elemente einer Liste, Entschuldigung. Dann matcht das natürlich auch nur, wenn die Anzahl stimmt und natürlich, wenn dann entsprechend, was immer man hier als Prädikat hinschreibt, also hier als Bedingung hinschreibt, wenn das jeweils gematcht wird. So, hier nochmal ein Beispiel. Also, so ein bisschen habe ich das auch Eclipse auch hier eingebaut in die Vorlesung, um Ihnen mal vor Augen zu halten, wie das ist, wenn man eigentlich von einer reinen, schönen Idee ausgeht, aber dann immer mehr versucht, in die Realität reinzukommen. Das sehen Sie funktionalen Programmiersprachen, die ja in einer ähnlichen Situation sind. Die Idee ist, dass man mathematische Formeln, die meistens dann rekursiv sind, dass man die 1 zu 1 reinschreibt und dann soll der Interpreter dafür sorgen, dass die Formel ausgewertet wird und das Ergebnis berechnet wird, ohne dass man selber da mit Hilfsvariablen und Ähnlichem herumhantieren muss. Aber es gibt viele funktionale Programmiersprachen, die wirklich puristisch sind, aber die haben dann zum Beispiel, die haben
nur Listen, die haben keine Arrays und nichts. Und ohne Arrays, mathematische Programmierung, ist schon ein bisschen, geht alles, aber ist natürlich extrem laufzeitaufwendig. Das heißt also, es gibt auch eine ganze Menge funktionaler Programmiersprachen, die eher gängigeren, die durchaus Kompromisse geschlossen haben, so wie bei Prolog auch und erst recht, wenn man wie hier bei Eclipse noch einen Schritt weiter geht und einen bestimmten Bereich erschließen will, der für den ursprünglich die Sprache gar nicht gedacht war. So, also hier wird das Ganze noch mal ein bisschen mehr von hinten durch die Brust ins Auge. Die Logik dieses Prädikats Product ist also in Prolog-Logik gesprochen, ist dieses Prädikat wahr, wenn prod als Zahlenwert genau das Produkt der Elemente der Liste hier, die dann auch Zahlenwerte sein müssen, dann ergibt. Also wenn die Liste keine Zahlenwerte, sondern was anderes enthält, dann wird das Prädikat auf jeden Fall false werden. Wenn Sie eine Zahl hier als zweites Argument eine Konstante reingeben, die nicht das Produkt der Elemente der Liste ist, wird das Prädikat ebenfalls false sein. Aber der Normalfall ist natürlich der, dass man eine Liste als Konstante reingibt und dann prod als Variable ist, über die man die Anfrage stellt. Und dann passiert hier das. For each geht wieder hier durch. Und das ist ein besonderes Konstrukt from to, was Folgendes macht. So ein bisschen erinnert mich das an die Vorschleife in C, C++ und Java. Ich weiß nicht genau, ob Sie dieser Analogie folgen wollen. Ist nur meine Analogie. Und zwar, was passiert ist, stellen Sie sich das wirklich als eine Schleife vor, auch wenn das vielleicht nicht der Philosophie entspricht. In jedem Durchlauf ist in jedem Durchlauf haben Sie in als Wert gegeben und Sie berechnen out. Out als x mal in. Und der out und in sind jetzt nicht Variablen, deren Namen ich gewählt habe, sondern die sind vordefiniert. Oder sind sie vordefiniert? Nee, ich glaube, sie sind. Nein, die habe ich tatsächlich selber gewählt. Sie sind nicht vordefiniert. Aber durch die Position 2 und 3 in dieser From-to-Klausel ergibt sich eine ganz besondere Semantik, nämlich das, was in einem Durchlauf als out berechnet wird, ist im nächsten Durchlauf als in vorhanden. Also, Sie sehen, man hat sich eine ganze Menge überlegen müssen, um die Zielsetzung der algorithmischen Modellierung oder überhaupt Algorithmik da auf vernünftige Weise mit den Ideen, mit den Grundideen, mit der Philosophie von Prolog zusammenzubringen. So, das erste Argument von From2 ist tatsächlich die Initialisierung. Auch wenn es keine Initialisierung in der Philosophie von Prolog gibt, ist es, glaube ich, am einfachsten verständlich, wenn man wirklich an eine Initialisierung denkt. Nämlich im ersten Schleifendurchlauf ist dieser erste Wert, die 1 in diesem Fall, der Wert von in. Und das vierte Argument, da steht dann nach dem letzten Schleifendurchlauf der Wert von out. Also das, was im letzten Schleifendurchlauf als endgültiger Wert berechnet würde, steht dann in prod drin. Genau, sodass man also genau das berechnet, was man eigentlich wollte, nämlich das Produkt der einzelnen Elemente. Ja, also Sie sehen alles ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. So, eine Liste umdrehen ist dann nochmal ein schönes, einfaches, kleines Beispiel,
Wann soll dieses Prädikat wahr sein? Es soll wahr sein, wenn L1 und L2 im Prinzip dieselbe Liste sind, nur umgedreht. L2 enthält dieselben Elemente wie L1, nur in genau umgekehrter Reihenfolge. So, wie machen wir das? Das könnten wir in Prolog auch machen. Ich weiß nicht, ich glaube, ein bisschen komplizierter wird es da schon, aber hier mit diesen Konstrukten können wir es relativ einfach machen. Wir gehen alle Listenelemente durch von L1 und haben hier dann, das Ergebnis war hier, dass jeweils zu in etwas hinzu multipliziert worden ist, weil wir das Produkt der Elemente berechnen wollen. Hier ist in seiner Logik nach etwas Listenwertiges. Wir wollen ja am Ende eine Liste herausbekommen. Am Anfang ist sie leer. Am Ende aber immer etwas Listenwertiges. Und was wir tun, ist einen x als neuen Kopf vorne hinzuhängen. Das heißt, in jedem Schleifendurchlauf, wenn man das als Schleifendurchlauf bezeichnen will, bekommen wir in als das bisherige berechnete Ergebnis, hängen dort unser aktuell gesehenes Element an und das ist dann das Out, was dann im nächsten Schleifendurchlauf wieder das In ist und ganz am Ende, beim letzten Schleifendurchlauf, das Out ist dieses L2, was wir hier oben als Variable drin hatten. Ja, also es hat zumindest einen gewissen, ich weiß nicht, einen gewissen, hoffe ich mal, Interessantheitswert, das einfach mal zu sehen. Und vielleicht freuen Sie sich insgeheim darüber, vielleicht nicht ganz zu Unrecht, dass die Übungsaufgaben auf OPL basieren und nicht auf Eclipse. Bitte? Das ist eine gute Frage, was man sich bei der Syntax gedacht hat. Also zu verstehen ist, dass das parallel läuft. Ich denke, man hat sich dabei gedacht, dass da immer an so einer Stelle ein Komma steht, also auch jetzt. Insofern ein bisschen komisch, weil das Komma jetzt was anderes bedeutet. Es bedeutet parallele Auswertung. Ich kann nur vermuten, dass das der Hintergrund ist. Ich muss gestehen, als ich die Folien gebastelt habe und damit herumgespielt habe, mit Eclipse herumgespielt habe, habe ich das einfach hingenommen, dass da ein Komma hingehört und nicht irgendwas anderes steht. Weiß ich nicht. Aber ich denke, vielleicht lässt sich das irgendwo im Internet finden, diese Designentscheidung. Das habe ich nicht ganz verstanden. Sie meinen dieses Komma bedeutet so viel wie aus diesem Vektor und diesem Vektor wird eine Matrix. Kann man, ist interessante Sicht, es geht um dieses Komma, nicht? Es gibt ja keine, ja, also es gibt jetzt nicht diese untergeordneten, es geht nicht um diese, es geht um das eine herausragende Komma hier. Okay. Interessante Sichtweise, die mir auch noch nicht gekommen ist. Das kann man als einen Vektor sehen, das kann man als einen Vektor sehen und beides zusammen eine Matrix, aber eine Matrix haben wir hier eigentlich nicht, oder? Wir haben jetzt hier ja eine strikte Zuordnung zwischen Elementen an derselben Position. Also wenn, dann haben wir eine Diagonal. Als Vektor von Tupel, ja gut, das ist nochmal. Also weiß ich nicht, sind Sie sicher, dass man das so sehen sollte als ein Vektor von Tupeln? Weil, wie gesagt, wenn das parallel durchläuft, dann gibt es eine 1 zu 1 Korrespondenz, ein Element von L1, ein Element von N2. Ja, aber es sind immer die an derselben Position. Es ist kein Kreuzprodukt von Elementen. Es sind immer nur die an derselben Position. Bitte? Dann wäre mal und kein Komma dazwischen. Okay. Meinetwegen. Also ich weiß es nicht, warum da das Komma gewählt wurde. Ich kann nur vermuten, dass man sich einfach an die Konvention gehalten hat, die immer schon im Prolog da war. Wenn da so Sachen stehen, die wie Prädikate aussehen und auch gedacht sind als Prädikate und auch tatsächlich in irgendeiner Weise Prädikate sind, dann auf der rechten Seite ist das Komma separiert.
Ich vermute, das ist einfach der Grund. So. Param lassen wir aus. Also Ansage auf die Vorlesungsaufzeichnung. Param ist nicht prüfungsrelevant. Das ist nur noch mal hier. So kann man auch Vektoren oder Matrizen einfügen, hier auch in Eclipse mit dem Schlüsselwort dim oder mit dem Prädikat dim, das natürlich immer true zurückliefert, womit dann erklärt wird, A ist ein Array mit 10 Elementen, B ist eine Matrix mit 10 kreuz 20 Elementen. Unterschied zu C, C++ und Java ist, dass hier in Anlehnung an die mathematische Notation die Bereiche immer mit 1 starten, nicht mit 0. Gut, also wie gesagt, Param lassen wir aus, das heißt, diese Folie lassen wir auch aus. Ich finde, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, das noch einzuführen. So, Bibliotheken kann man jetzt in Eclipse dazu binden. Das ist ganz einfach. Also erst einmal, wie man Exporte überhaupt erstmal definiert. Man macht aus der Wissensbasis ein Modul, in dem man diese Regel einführt. Also wir haben jetzt plötzlich Regeln, wo es eine leere linke Seite gibt. Ist halt so gedacht, weiß nicht, also irgendwie angepasst an die Prolog-Philosophie. Dass man daraus aus einer Wissensbasis ein Modul macht mit diesem Namen und dass man sagt, welche Prädikate, also man exportiert Prädikate hier. Ja, ein Prädikat kann in mehreren Klauseln links vorkommen, wie bei Rekursionsanker, Rekursionsschritt. Man kann aber die Granularität ist, dass man immer das ganze Prädikat exportiert, wobei man noch angeben muss, welche Arität das Prädikat hat. Sie können ein und dasselbe Prädikat mit verschiedenen Aritäten haben und Sie können sagen, das Prädikat myExport mit Arität 2 soll exportiert werden. Das habe ich aber auch nochmal in der Wissensbasis mit Arität 3. Das soll aber nicht exportiert werden, deshalb schreibe ich es hier oben nicht hin. So, und dieses Prädikat myExport mit Arität 2 muss dann in der Wissensbasis natürlich dann implementiert sein. Und genauso kann man einlesen. Man kann also Module dann dazu binden, indem man entweder das ganze Modul dazu bindet oder einzelne Prädikate importiert. Dieses Prädikat importieren mit Arität 2 aus diesem Modul. Und dann kann man diese verschiedenen Sachen verwenden, beziehungsweise man kann beispielsweise, wir haben aus Other Module 2 haben wir nur Prädikat 2 importiert. Prädikat 3 haben wir nicht importiert, aber das können wir noch nachholen hier, indem wir anstelle von Prädikat 3 nur das qualifizieren, dass das aus Other Module 2 sein soll. Ist eigentlich nicht so viel anders wie Import-Export-Möglichkeiten in anderen Sprachen, nur mit einer etwas anderen Syntax. So, jetzt kommen wir langsam ein bisschen zu mathematischen Sachen. Eine durchaus ganz hilfreiche Sache, da springe ich mal voran. Haben wir hier was dazu? Ja, hier. Ich bin jetzt ein paar Folien mal vorangesprungen. Wir werden das gleich nochmal durchgehen. Neben Real ein B-Real. Intervallarithmetik wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, bei Ihnen in Numerik oder sonst wie nicht thematisiert. Gehe ich davon aus. Ist auch nicht mehr
so wichtig wie früher. Man hatte früher sehr große Hoffnungen reingesetzt, die sich nicht ganz so erfüllt haben, aber ist durchaus immer noch ganz nützlich. Wenn ich hier nachfrage, was ist die Quadratwurzel von 2 im Datentyp BReal? BReal ist, ich glaube, steht für Bounded Real. Will ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es ist so. Das ist nicht eine einzelne reelle Zahl, sondern ein kleines reelles Intervall. Und wenn ich sage, wie groß ist denn die Quadratwurzel von 2, dann sagt er mir, es ist in diesem Intervall drin. Also nach unten und nach oben abgeschätzt. Irgendwo da drin ist die Quadratwurzel von 2. So, gehen wir zurück. So, IC-Library ist das, die ist vordefiniert mit Intervallarithmetik. Und Sie können dann tatsächlich, hier hinten rum sind dann tatsächlich Typen eingeführt. Sie können tatsächlich sagen, Sie beschränken Ihr Prädikat auf x, die Integers sind, oder auf x, die Reals sind. Als Prädikat eben dazu, so dass alle Inputs, die nicht Integer bzw. Real sind, es gibt ja nur Strings, die können aber einen Zahlenwert haben und dieser Zahlenwert kann Integer oder Real sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Prädikat nicht erfüllt. So, und bei zwei ganzen Zahlen haben Sie dann die ganz normalen Operatoren mit etwas unnormaler Syntax, mit einem Hashmark vorneweg. Sie haben hier auch nochmal mit einer teilweise sehr merkwürdigen Syntax die Operatoren für reelle Werte, für reelle Zahlen. Und sie haben tatsächlich das, was bisher Prolog vermieden hat, nämlich explizite boolsche Operatoren. Nämlich die üblichen AND, OR, Implikation und Negation als nicht als so ein Häkchen wie immer vorneweg, sondern als ein String NEG. Wir können da ziemlich schnell durchgehen. Hier kommt jetzt die Intervallarithmetik rein. Und auch so wie mit Reals oder mit Integers können Sie mit BReal auch Argumente beschränken auf diesen Datentyp. Und das Ganze ist ein Intervall, weil Sie eben keine genaue Rechnung haben. Und je mehr Sie anfangen rumzurechnen, ja, Sie nehmen sich dieses Ergebnis her, Quadratwurzel von 2, ne, Quadrat und teilen das durch Quadratwurzel von 3, ziehen davon Quadratwurzel von 4 ab und so weiter und so fort. Das Ganze wird in Intervallen berechnet, also mit dem unteren und dem oberen Grenze. Und wie Sie ja aus der Numerik her sich denken können, werden dann je heftiger die Berechnungen werden, vor allem wenn man dann schön dividiert und subtrahiert, fast gleiche Werte voneinander subtrahiert oder durch einen sehr kleinen Wert dividiert und so, durch einen Wert nahe Null dividiert und so weiter, wird dann das Intervall entsprechend dummerweise größer, sodass irgendwann, wenn Sie genug Rechenschritte angewandt haben, das Intervall so groß geworden ist, dass Ihnen das Ergebnis nicht mehr viel sagt. Aber solange Sie halbwegs vernünftige Rechenschritte anwenden, bleibt das Intervall klein und Sie haben eine obere und untere Schranke für den Zahlenwert. Mehr können Sie realistischerweise nicht bekommen bei numerischen Berechnungen als einen oberen und unteren, als ein Intervall für den tatsächlichen Zahlenwert, weil Sie die Numerik nie ganz unter Kontrolle haben. Sie haben, das kennen Sie aus der Mathe 3, nehme ich an, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie zwei Zahlen voneinander abziehen, die fast identisch sind, dann haben Sie eine massive Löschung von signifikanten Bits. Sie haben nur noch hinten, was übrig bleibt, sind eher nicht signifikante Bits. Das heißt, Sie haben die Genauigkeit Ihres Ergebnisses massiv reduziert. Und genauso, wenn Sie durch eine Zahl nahe Null teilen,
bekommen sie ein großes Ergebnis raus, was dann aber entsprechend, weil in dem Bereich dann die reellen Zahlen auch nicht mehr so genau sind, entsprechend massiv an Genauigkeit verloren hat und so weiter. Das ist das, was ich im Prinzip eben gesagt habe. Jede arithmetische Operation, das kennen Sie doch aus der Mathe 3, oder nicht? Numerische Probleme, Fehlerfortpflanzung und so weiter, das kennen Sie doch, oder? Wenigstens so halbwegs, ja. Wenn Sie einen ganz naiven Gauss-Algorithmus für Linear-Gleichungssysteme implementieren, das typischerweise das Ergebnis völliger Unsinn wird, das kennen Sie, nicht? Dass Sie schon sehr genau gucken müssen, was für Operationen Sie durchführen, Pivotisierung und so weiter, dass Sie am Ende ein Ergebnis herausbekommen, was ungefähr etwas zu tun hat mit dem realen Ergebnis. So, Intervallarithmetik, das haben wir alles noch besprochen. Wir sind auch gleich zu Ende. Das passt, glaube ich, ganz gut mit dieser Stunde, sodass wir beim nächsten Mal dann noch ein bisschen was über Prüfung sagen. Und ich erzähle dann noch ein paar Sachen, die nicht prüfungsrelevant sein werden aus unserer eigenen Praxis. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, der mit algorithmischer Modellierung ganz konkret zu tun hat, mit Bestandteilen, die in gewisser Weise analog zu Bestandteilen von OPL sind. So, das vorgegebene Prädikat, ups, Entschuldigung, heißt Solve, Lösen einer Problemstellung. Und Sie geben die Variablen ein. Das ist analog dazu, dass Sie in OPL aus der Datei die Werte der Variablen reinlesen. InitData, also da setzen Sie die dann entsprechend die Variablenwerte. Hier werden die Constraints gesetzt und hier wird gesagt, führe bitte mit diesem Algorithmus und so weiter also führe bitte mit den ganzen Belegungen einen Algorithmus durch. Also InitData holt sich die Daten rein. Also ich habe das falsch gesagt. Hier an dieser Stelle Variables. Hier an dieser Stelle werden die Daten reingelesen. Das ist vergleichbar mit dem Lesen aus der Konfigurationsdatei. Die Variablen sind eben der Output. Data ist der Input, der in OPL aus der Datei gelesen wird. Variables ist das, was rauskommen soll. Und hier Labeling heißt, jede Variable mit einem Wert labeln, belegen, der rauskommen soll. So, Setup Constraints, da packen Sie die Nebenbedingungen rein. Read Data, gibt's genau, nee, Init Data muss das heißen, Entschuldigung, das ist nicht Read Data. Die stehen hier nur, man kann sie auch anders benennen oder auch auslassen, wenn und direkt die Inhalte reinschreiben. Und Labeling ist definiert, das importieren Sie. Und das ist der Aufruf des algorithmischen Lösers. Also wir machen das jetzt hier nur ganz kurz, dann schaffen wir das noch bis zum Ende der Stunde. Das ist im Prinzip schon die ganze Logik. Da will ich gar nicht so groß ins Detail gehen. Sie können sich vorstellen, an dieser Stelle hier, vor dem ersten Komma, da schreiben Sie irgendwas rein, was die Daten setzt. Hier schreiben Sie irgendwas rein, was die Bedingungen setzt. Da schreiben Sie die Bedingungen rein, letztendlich, oder Sie schreiben so ein Prädikat, was die Bedingungen zusammenfasst, wo Sie in der Implementation des Prädikats die Bedingungen alle reinschreiben. Und hier rufen Sie den Löser auf, ja? Das ist vordefiniert. Das hier auszuführen, das hier auszuführen und dann damit das hier auszuführen. Und das hier brauchen wir, das ist jetzt nichts weiter großartig zu sagen.
Mengenbetrachtungen, Vereinigung und Querschnitt von zwei Mengen und so weiter, Teilmengen und so weiter, gibt es auch eine Library. Aber der Punkt ist der, Sie können für Labeling hier anstelle von Labeling auch andere algorithmische Ansätze anwenden. Sie können einen Such, es gibt einen vordefiniert einen Suchalgorithmus, der das tut, was wir am Anfang gesagt haben, was auch bei OPL dahinter steht, dass die Lösungsmenge schrittweise in kleinere Lösungsmengen zu zerlegen. Das ist dasselbe, wie was wir auch bei OPL gesehen haben, lineare Nebenbedingungen, dass wir damit umzugehen. Branch and Bound ist ein anderer Lösungsansatz, den wir in den Optimierungsalgorithmen im Wintersemester genau betrachten und, und. Also ich wollte hier von diesem Eclipse nur einen gewissen Eindruck geben. Dementsprechend wird auch nur oberflächlich, werde ich auch nur oberflächlich in der Frühprüfung auf Eclipse zu sprechen kommen, nur dass Sie einen gewissen Eindruck bekommen. So, aus irgendwelchen Gründen haben wir es tatsächlich geschafft, in diesem Semester eine Stunde schneller zu sein als sonst. Ich weiß gar nicht wieso. Wir hatten immerhin ja auch zwei Feiertage in diesem Semester, aber trotzdem haben wir das irgendwie geschafft, sodass ich dann also wie angekündigt im nächste Woche würde ich dann auch nochmal aufzeichnen, noch ein bisschen was zur Prüfung sage. Und ansonsten noch ein bisschen Stoff erzähle. Es wird vielleicht dann nicht die ganze Stunde mehr sein von Sachen, die wir bei uns gemacht haben, die auch unter algorithmische Modellierung fallen und die dann aber nicht prüfungsrelevant sein werden. So, für heute möchte ich mich bedanken, dass Sie so lange ausgeharrt haben. So langsam gibt es Endspurt in diesem Semester. Und dann sehen wir uns dann nochmal nächste Woche und dann zu den individuellen Terminen, die schon begonnen haben. Einige Leute haben auch diesem Semester schon auch individuelle Übungsbesprechungstermine gehabt. Prüfungstermin war, glaube ich, aus diesem. Es gab zwar jetzt in letzter Zeit Prüfungen, algorithmische Modellierung, aber das waren, glaube ich, Leute, die Veranstaltung aus vorhergehenden Semestern gehört haben. Aber das hatte ich auch schon gehabt, dass Leute noch während des Semesters im laufenden, also für das laufende Semester die Vorlesung gehört haben und die Prüfung dann auch schon gleich vor Ende des Semesters abgelegt haben. Aber gut, also bis zum nächsten Mal.